Jacques Offenbach ist Kölner und umso mehr freuen wir uns, dass wir eingeladen worden sind, bei dieser Festivität teilzunehmen. Vor allem auch in einem wundervollen Jugendstiltheater wie der Volksbühne Köln. An unserem Offenbach-Doppelabend von zwei Einaktern, die Insel Tulipatan und Herr Blumenkohl gibt sich die Ehre, finden wir sehr unterschiedliche Genres. Ja, man könnte sagen, es ist vielleicht die erste Gender-Operette, die geschrieben ist. Interessante Thematik, dass ein Junge eigentlich ein Junge ist, aber als Mädchen groß wird und ein Mädchen wird als Junge groß. Das Leben ist wunderschön. Es ist eine ziemliche durchgeknallte Gaga-Musik an sehr, sehr vielen Stellen. Es ist aber sehr inspirierend und sehr energievoll. Das ist jetzt nicht wahr. Ich fass es. Chérie, komm, verkleid mich. Sei doch nicht immer so ein Weichei. Alles wegen eines dämlichen Kerls. Kolibri. Du bist der Erbe von Lieberthals, was soll man sein? Untertan von uns denken. Ja, also wir haben gemerkt, dass es zieht. Anfang mal so ein bisschen und dann wurde der erste Szenenapplaus wurde quasi übersprochen und schon wieder. Und dann merkte man, wie die Stimmung da so hochkommt. Und das ist ja immer das größte Glück, wenn man dann merkt, jetzt geht das Publikum mit und man hat wirklich ein Gegenüber. Beim zweiten Stück macht es sehr viel Sinn zu kommen und sich das anzuhören, weil Offenbach Bel Canto vom Feinsten selbst ironisiert, aber er kann es eben auch selber komponieren. Das heißt, wir haben das Gefühl, wir sind bei Rossini, Donizetti, Bellini zu Hause. Das ist in feinster Form komponiert und auch karikiert. Das habe ich im Internat gelernt. Sonst hätte das mit meinen Männergeschichten ja nie geklappt. L'amour. Toujours l'amour. L'amour. Peter mit seinem schnellen Karren hat eine zauberische Gitarre. Ich brauche nur die richtige Bühne. Und wenn das alles nicht klappt, kann ich immer noch Opernregie machen. Du würdest sogar für mich eine Oper inszenieren? Im Notfall auch das. Das ist die Idee. Die Blumen, der Motor Rothschild, der Champagner. Ich dreh durch, ich dreh durch. Wir sind kaum eingeladen, darum schnell kommen wir. Es kann vielleicht gar nicht schaden, wenn zugleich essen wir. Bei schönem guten Abend, wie schön, dass Sie hier sind. Die anderen kommen gar nicht. Oh Gott, ich bin ein Ritz. Und es ist eine Opernparodie par excellence. Sinn ist, dass die Krauthofers um die Ecke so erotisiert werden durch diese Opernmusik, dass plötzlich bei ihnen wieder was abgeht. Oh!
ein Komponist, der karikiert, muss das Karikierte selbst erstmal können. Und das ist etwas, das eine Meisterschaft, die bei Offenbach zu finden ist. Ja, einfach kommen und schauen, ein hochenergetisches Opernensemble, was in Köln noch nicht zu hören gewesen ist bis jetzt. Das sind sehr vielseitige Leute, die sehr viel Humor haben, sehr viel Energie, und ich hoffe, dass sie die heute Abend auch übertragen können und das Publikum erfreuen können. Es war einfach wunderbar und ich bin froh, dass ich wirklich vor allen Dingen in diesem schönen Theater halt eben bin. Also es war wahnsinnig heiter, lustig und belebend. Das Ganze sehr spritzig, vor allem da kommen immer wieder Melodien vor, die einem schon im Ohr sind. Ja, ich fand es auch erfrischend, zeitgemäß und ich bin total angetan. Ich war auch noch nie in der Operette vorher. Also wenn man sich auf die Geschichte einlässt und weiß, dass das vor 200 Jahren entstanden ist, ist es richtig amüsant. Und gegen Ende wurde es richtig lustig. Die Stimmen waren sensationell, die Musik war schön. Und wie gesagt, wenn man sich auf die Geschichte einlässt, toll. Und es war gar nicht alt, ne? Das war lebhaft, spannend, überraschend, einfach lustig. Die Inszenierung, das Bild, die Musik, ich habe es genossen. Ich habe es richtig toll genossen. Thank you.